Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Wir waren gerade hier unterwegs im Wald mit ganz vielen Zeichen, die mich maßlos überfordern. Ach, scheiße. Nimm doch mal wieder was anderes, bitte. Rebellio. Ah, hier gibt's nur Knuddelmuffs. Andere, was ich sehe, ist der Nifflerbau hier. Ich mag das nicht. Revelio. So viele Zeichen. Wir fliegen jetzt mal hier rüber. Das ist auf jeden Fall ein Ort alter Magie. Wer hier wohl gelebt hat? So, mal wieder kurz. Game. Rate gestorben. Und schon wieder. Nice. Hängen wir hier gekonnt fest. Ah. Never mind, ich hab's irgendwie rausgeschafft. Den Knopf suche ich. Incendio. Wo ist denn da? Letzte. Hab's übrigens jetzt ganz viele Diskussionen im Netz, dass ja Besen benutzen, cheaten ist bei den Dingern nicht. Sollte das Cheaten sein, sonst könnte ich den Besen doch nicht hernehmen. Außerdem sind die jetzt echt nicht so spannend gemacht, dass ich sage, ich will die jetzt nicht möglichst schnell abwandeln. Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Ich bezweifle, dass das gefährlich wird. Ich glaube, du musst nur wieder alles anzünden. Incendio! Was ganz was Originelles. Das habe ich die letzten 10 Minuten noch überhaupt nicht gesehen. Das ist gelogen jetzt. Ich war 2 Minuten her, dass ich das gesehen habe, glaube ich. Totalus.
irgendwo. Ortego! Ich werde dir das Leben nehmen, du Kotzlitz! Du, Ortego! Philipp, wir hatten doch Pläne für diesen Hippogreifen. Schwer festzunahmen. Incendio! Das ist der Kult! Du, Incendio! Revelio! Haha! Du berührst dich, Protego! Du! Ganz das wäre Explosion! Incendio! Ist fast so, als stündest du in Flammen! Glazio! Incendio! Ja, stirbst! Bombarda! Explosion! Protego! Schade, dass das niemand gesehen hat. Wie auch immer angeben wollen mit unseren Killfähigkeiten. So, sehr schön. Auch abgehandelt. Da ist nichts, was wir machen könnten. Ah, oh, diese Bäume. Zu realistisch. Das sollte ich untersuchen. Echt auch nerven. Der war da drin, ne? Revelio. Die sahen auch schon mal besser aus. Revelio. Ist da unten drin? Oh. Das ergibt sich mir gerade nicht. Muss auch nicht in den Sarg springen. Und hier unten rein. Ne, da ist ja zu, deswegen. Revelio. Ich verstehe nicht, warum ich hier nicht landen darf. Ah, da oben gehen wir mit Dingen sieht hin. Sieht interessant aus. Irgendeinem Trailer, hä? Also dieses... Bombarda! Landen ist ja auch was ultra nerviges. Das ist so viel in dem Spiel nervig. Wingardium Leviosa. Revelio. Arresto Momentum. Wingardium Leviosa. Also für mich ist das, steckt das Ding in der Wand. In dem Turm, in den ich nicht rein kann. Spinn ich denn? Revelio. Bombarda. Zweifellos schon lange verlassen.
Gehen wir mal nochmal da hoch. Vielleicht gibt es da irgendwas, was ich nicht gesehen habe. Revelio. Auch nicht wirklich. Ich werd verrückt hier. Warte den ollen Klotz. Das kann ich nicht in die Höhle. Revelio. Bombarda. Na dann halt nicht. Kein Bock, mich da jetzt ewig damit aufzuhalten. Ich bin noch kein Depp. Da sind Hippogreifen. Schauen wir uns das mal an. So, irgendwie der Drache. Wieder ein Zeichen, das mir nicht bekannt ist. Wow. Wer weiß, vielleicht gibt es die. Ich habe keine Ahnung von sowas. Man kann viel vom. Ich habe schon lange kein Einhorn mehr getötet. Ficus totalus. Diese Kackwurzel. Ich meine, ich spinne jetzt. Also alle jetzt, oder? Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Rebellion. Protego! Mehr hast du nicht. Ich bin doch so. Du hast den Dreh einfach nicht raus. Lumos. Nein. Revelio. So, wo sind die anderen? Wärmsche. Na, findbar schon wieder. Also hier hinten ist einer. Ja, den habe ich schon gesehen. Lumos. Incendio. Lumos. Ah, der dritte ist hier dahinter. Impulso. Lumos. Sehr schön. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Hey, einen noch für ein größeres Inventar. Ich glaube sogar das größte dann. Ich denke, ich weiß gar nicht, ob ich dann die anderen noch mache, wenn ich das geschafft habe. Einmal. Hippogreifenbau. Revelio. In die Richtung. Da hätte ich das sogar alles schon aufgedeckt. Einigermaßen. Ist
Schloss. Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Wo ist das Schloss? Ich sehe es auf der Karte, aber ich sehe es hier noch nicht. Hinter mir. Nö. Sehe es immer noch nicht. Direkt hier so. Also bin ich blind? Revelio. Oder blöd? Ich sehe da kein Schloss. So, legen wir zu der Merlins Prüfung noch hin. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Ja, dann Jump'n'Run-Rätsel, ne? Ding. Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Sehr schön. Müsste ja jetzt gewesen sein, hm? Huh? Ich muss langsam sagen, dann reicht es mir eigentlich auch mit Dinger abgrasen. Wie gesagt, das Spiel macht es halt echt nicht gut. Es macht echt keinen Spaß. Echt traurig. Also diese Astronomie-Altäre muss ich noch. Aber auch Höhlen sind halt so unsinnig wie sonst irgendwas. Und alte Magie müssen wir noch ein paar machen. Merlins Dinger haben wir, Astronomie haben wir erst eins. Müssen wir schon noch einige machen. Die Geheimnisse von Hogwarts weiß ich auch noch nicht, was da die anderen sind. Ballonplatzen, Landeplattform. Die anderen Sachen müssen wir schon noch machen. Je nachdem. Aber wie gesagt, ich bin halt langsam so des. Naja, eigentlich. Das eigentlich klingt die Story endlich mal machen. Auch nicht so schlecht. So, dann wollen wir nach Hogwarts gehen. Und schauen mal unsere Testrale beim Verpflanzen zu. Oder so. Ein Hund spielt hinter mir. Man sieht ihn da ein bisschen. Also. Eine Schwanzspitze zumindest. Das war nicht der richtige. Dann auf der anderen Seite. Hi. Na. Ich sollte Dick vom neugeborenen Testral berichten.
Wo die andere Grütte ist, weiß wieder kein Mensch. Da hinten kommt sie. Wir werden das Viech noch essen. Ach, oder warm? Ach, das ist nicht gebürstelt werden. So. Dann züchten wir hier mal gleich noch so eine Kröte. Und reden mit Deke. Hallo, Deke. Es wird dich freuen zu hören, dass ein Testraljunges geboren wurde. Wie schön, dass es nun mehr Testrale auf der Welt gibt. Diese missverstandenen Kreaturen. Es tut mir leid, dass du auch Testrale siehst, Deke. Diese majestätischen Tierwesen zu sehen. Manchmal wünscht sich Deke, er könnte das nicht. Doch Deke ist selbst schuld. Was meinst du damit? Vor Jahren sollte Deke seinem Meister helfen, einen Phönix, das seltenste aller Tierwesen, zu fangen. Der Meister hatte ihn auf einer Klippe entdeckt. Der Phönix war das schönste Wesen, das Deke je gesehen hatte. Deke flehte den Meister an, ihn in Ruhe zu lassen. Als Deke zögerte, die Klippe wie befohlen hochzuklettern, musste er sich selbst bestrafen. Während Deke sich bestrafte, wurde der Meister immer wütender und richtete voller Zorn seinen Stab gegen den Phönix. Der Phönix wollte seine Eier beschützen und schoss vor Angst und Wut vom Nest herab. Bevor Deke reagieren konnte, stürzte sein Meister von der Klippe. Deke blieb tagelang auf der Klippe und bestrafte sich selbst, bis Tobbs ihn fand. Eine entsetzliche Geschichte, Deke. Mein Beileid. Deke hat diese Geschichte nur Professor Weasley erzählt. Und jetzt Ihnen. Deke fragt sich oft, was wohl aus diesem Phönix wurde. Deke hat Glück, in Hogwarts zu sein und bei der Rettung von Tierwesen zu helfen. Vielleicht kann Deke wieder gut machen, was geschehen ist. Also ein Phönix fehlt mir noch. Nötigkeitszweig. Was soll ich denn damit eigentlich? Schaut mal, wir haben eine neue Brille, das habe ich gar nicht gemerkt. Bäh. Nö. Gern zerlegen können, die Kleidung, die wir nicht mehr brauchen. Grafon fehlt uns immer noch. Was ist das so? Ein Grabhorn. Grab, ja. Von falsch. Und die Phönixfeder. Immer die ist. Warte mal, in Hogsmeade haben wir auch eine Nebenquest. Mit Crispin Dune reden. Da hinten. Zwei Nebenaufgaben sogar schon wieder. So. Das ist der
einen da. Sie hatten sicher ihre Gründe, aber in Alfred Lawleys Haus ein... Ich hoffe, Mary und ihre Nachbarn geht es gut. Verzeihung, Sir. Ist alles in Ordnung? Wohl kaum, aber ich möchte keine Schüler mit meinen Sorgen belasten. Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Da wäre ich nicht so sicher. Ich bin übrigens Crispin Dunn. Ich treibe in diesen Dörfern Handel, vor allem aber in Arrinshire. Hübsches kleines Dorf, tolle Gärten. Erst neulich schrieb der Tagesprophet über unsere malerischen Hecken. Bevor ich fortfahre, sollte ich fragen, haben Sie Angst vor Spinnen? Ja. Spinnen machen mir nichts aus. Sie wären überrascht, wie viele ich in letzter Zeit erledigt habe. Gut für Sie. Das Dorf wurde von diesen abscheulichen Dingern überrannt und sie sind ungewöhnlich aggressiv. Natürlich mache ich mir Sorgen um meine Kunden. Es scheint aber, als seien die meisten Dorfbewohner geflohen. Aber ich sorge mich um meine Freundin Mary. Ich habe nichts von ihr gehört und fürchte, sie sitzt in ihrer Hütte fest. Verständlich. Aber warum sehen Sie nicht selbst nach ihr? Würde ich ja, aber ich habe eine tödliche Angst vor den achtbeinigen Bestien, die ich im Gegensatz zu Ihnen nicht überwinden kann. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Kennen Sie jemanden, der Mary helfen kann? Ich werde mein Bestes geben, Mr. Dunn. Bitte tun Sie das. Wenn Ihnen jemand einfällt, der mutig genug ist, um zu helfen, wäre ich sehr dankbar. Arrinshire liegt südöstlich von Hogsmeade, direkt hinter dem Bahnhof. Weiß, wo es liegt. So, wir nehmen nur die andere Nebenquest auch noch an. Revelio. Ja. Links, ne? Naja, hinter mich quasi. Da war genau. Im Häuschen da hinten. Hallo, kann ich irgendwie behilflich sein? Wie geht's dir? Ich bin Zacharissa Tugwood und ich habe ein aufregendes Angebot für dich. Es mag dich überraschen, dass jemand mit meiner offensichtlich angesehenen Abstammung Geschäfte tätigt. Aber... ich möchte einfach den weniger Glücklichen helfen. Das ist unglaublich nett von dir. Oh, das war noch nicht alles. Ich habe mit einer neuartigen Schönheitscreme experimentiert. Eine Creme, die unsere glorreiche Schule von den hässlichen, fettigen Pusteln befreit, die unsere armen Mitschüler plagen. Aber mir ging die Hauptzutat aus, Bubotubler-Eiter. Sie wachsen allerdings im verbotenen Wald. Wenn doch nur jemand gegen Bezahlung ein paar für mich sammeln würde... Ich versuche, ein paar aufzutreiben, wenn ich die Zeit finde. Prima! Ich würde selbst gehen, aber ich will nicht. Ich brauche nur ein paar Bubotubler, aber die wachsen wild, also wirst du ein wenig suchen müssen. Unsere pickeligen Klassenkameraden zählen auf dich. Also los! In den verbotenen Wald für Bubotubler? Da waren dahin für die Bubotubler. Was auch immer das ist. Aber wenn wir es nicht dabei haben. Wer hier wohl gelebt hat? Muss es ja was Besonderes sein. Laut Zacharissa sind wir hier richtig. Also, wo sind diese Bubotubler? Revelio! Oh, das riecht grauenhaft. Zum Glück sind es nur noch vier. Hier ist gleich noch einer. Als ich da hoch war. Und da drin. Na toll. Ein Troll.
Befehlung. Das hat man sicher bis London gespürt. Revelio. So, wollen wir noch so ein paar. Das sollte reichen. Ich sollte besser zu Zacharissa zu. Warte, von Hogsmeade. Was ist denn? Ja, doch, da. Komisch, dass mir dann das jetzt irgendwie falsch angezeigt hat oder so. Machen wir da nur flott hoch. Oh, da steht's. Was ja gesagt gegen Bezahlung, also. Zacharissa, ich habe die Bubotubler gefunden, die du wolltest. Prächtig. Ich hoffe, es war nicht zu mühsam. Bekomme ich sie? Natürlich. Freut mich, sie für dich gefunden zu haben. Danke. Und natürlich dein Lohn. Jetzt kann ich meinen Trank für unsere armen, pekligen Mitschüler perfektionieren. Wer sollte dankbarer sein? Ich oder unsere unansehnlichen, pekligen Mitschüler? Eines Tages kennt die Zaubererwelt meinen Namen. Und du wirst einen kleinen Teil dazu beigetragen haben. Nebenaufträge halt noch. 25 abschließen. Klingt krass. Dafür, dass ich echt nicht so viele immer sehe. Ich meine, hier weit und weit keinen mehr. Aber das war's dann mit dem Part. Wir müssen noch so ein Astro-Loop. Astro-Dings da. Genau, und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis dann. Tschüssi.